Hallöchen, nur mal ganz kurz in Anführungsstrichen. Ich habe eine Frage und ja, Lösung, weiß ich nicht, vielleicht aber eine Lösung für vielleicht jemanden, der das Problem auch hat. Und zwar, wer von euch da draußen hat das Problem, dass er, wenn er am Monitor sitzt, nach ein, zwei, drei Stündchen Kopfschmerzen bekommt? Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, was bei mir noch alles ist, aber ich habe das Problem gehabt, ich habe hier gesessen, ein, zwei Stündchen YouTube geschaut und habe derbe Kopfschmerzen bekommen. Das zog vom Nacken in den Kopf rein. Ich habe erst gedacht, das liegt hier irgendwie am Stuhl, dass ich falsch sitze oder mich verlegen habe oder sonst wie. Aber das Ding war, bin ich auf Toilette gegangen oder in die Küche oder wie auch immer, ist es weniger geworden. Ganz weg nicht, aber weniger geworden. Und sobald ich wieder vom hier gesessen habe, kurz darauf fing es dann wieder an, stärker zu werden. Es gibt noch einen Hintergrund, wie ich jetzt darauf gekommen bin, dass es vielleicht der Monitor ist. Den lasse ich jetzt hier mal aus, ist egal. Es ging mir um das Flackern vom Monitor. Ein Flachbildschirm flackert eigentlich nicht. Ich kann es aber nicht messen. Ich habe es probiert zu messen. Ich kann es nicht messen. Ich weiß nicht, ob das Hintergrundrauschen ist oder wirklich das Flackern vom Monitor. Das ist so gering zu sehen auf dem Oszilloskop. Ich kann es nicht zeigen. Wer Zero-Brain kennt, könnt ja mal googeln oder bei YouTube suchen nach Zero-Brain. Der testet auch LED-Lampen mit so einem Sensor am Ossi und zeigt dann so das Flackern von manchen LED-Lampen, ob sie mit PWM oder sonst wie angesteuert werden. Wie sie flackern, hast du nicht gesehen, in welchen Frequenzbereichen und so weiter. Und ich habe nur gedacht, ja, Monitor, das ist das Einzige, was ich jetzt hier habe, was flackern könnte. Meine Lösung dafür war, ich bin erstmal hingegangen und habe erstmal hier die neueste Treiberversion draufgeknallt. Ich hatte sonst die 370 irgendwas. Ich weiß nicht, ob das die war, die ich sonst drauf hatte, aber ich hatte da irgendwie eine 370er Version und habe jetzt hier erstmal die neueste von Nvidia drauf, die ich kriegen konnte für die Grafikkarte. Und habe dann hier, man sieht ja schon, die Refresh Rate auf 50 Hz gestellt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, 50 Hz, spinnst du, geh auf 70 oder sowas. Das Problem ist, ich habe nur 60 und 59. Bei manchen Auflösungen sogar nur 60, nicht weniger und vielleicht sogar nur 30. Wie auch immer. Aber das bemängel ich eigentlich schon bei diesen Flachbilddingern mit HDMI oder mit HD, dass die eigentlich von der Frequenz her nicht hoch genug kommen und von der Auflösung her eigentlich zu gering. Ich weiß noch damals meinen Röhrenmonitor, den 9, nee, 21 Zoll Röhrending, schweineschwer, riesengroß. Der konnte mehr Auflösung und der konnte bis zu 120 Hertz. Waren das 120 oder 100 Hertz? Weiß ich nicht. Refresh Rate darstellen. Ist egal, aber ich habe hier jetzt den Flachbild, ich habe den auf 50 Hertz gestellt. Und seitdem habe ich es nicht mehr, dass ich hier die Kopfschmerzen bekomme. Nach ein, zwei Stündchen nur davor sitzen. Ich hatte es auch mit 59 probiert, da wurde es sogar noch schlimmer. Also liegt es wohl doch da dran und bin auf 50 Hz gegangen. Es kann natürlich jetzt daran liegen, dass der Monitor ist jetzt 5, 6 Jahre alt, hat eine LED-Hintergrundbeleuchtung, dass das Netzteil schlecht wird, dass die LEDs, die Hintergrundbeleuchtung anfängt zu flimmern und die Refresh-Rate sich das gegenseitig aufhebt. Wie gesagt, ich kann es nicht messen. Ich hätte es gern gemessen. Aber so habe ich das jetzt erstmal in den Griff bekommen. Plus eine Sache. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich da zusammenhängt. Ich habe hier Vertical Sync on gemacht. Das ist sonst aus. Und die Maximum Pre-Render Frames habe ich auf 4 gesetzt. Ob das jetzt einen Effekt hat oder nicht, weiß ich nicht. Mancher wird jetzt hier schon sehen, ich habe da irgendwelche Einstellungen drin, die sind irgendwie wohl alle nicht so ganz, wie es sein sollte. Bla bla bla, hast du nicht gesehen.
ist mir egal. Könnt ihr mir voll blubbern, wie ihr wollt, das kann ich so und so einstellen, bla 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 bla. Es ging mir jetzt einfach nur darum, dass ich nicht diese Kopfschmerzen bekomme. Wenn ich hier vorm Monitor sitze und YouTube gucke, 1, 2, 3 Stündchen. Und wenn das so funktioniert, mich interessiert nur das Endergebnis. Nicht, was ich da noch falsch eingestellt habe. Hauptsache, es funktioniert, dass ich hier nicht die Kopfschmerzen kriege. Aber es wäre mal schön zu wissen, ob einer von euch da draußen auch so ein Problem hat. Und eventuell das hier als Lösung ansehen kann. Eventuell, ich weiß es nicht. Dass er vielleicht bisher immer dachte, es liegt an was anderem, keine Ahnung. Und es liegt vielleicht doch am Monitor. Ja, mit dem nur mal ganz kurz in Anführungsstrichen, ne? Ihr wisst, wie ich bin. Das wird eigentlich nichts. Okay, gut. Ich habe noch ein anderes Problem gehabt hier mit meinem Windows und Board und hast du nicht gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Da kommt dann später mal ein Video drüber. Gut, dann danke fürs Zugucken und schreibt mir mal, ob ihr da auch so Probleme mit habt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.